ganze Zeit gewundert. Ich hatte doch im kurz den Kreativmodus an, um hier Tagset umzustellen. Ja, und habe mich eben gewundert, warum beim Platzieren die Blöcke sofort alle da sind. Ja, ist ja kein Wunder, wenn man den Kreativmodus noch an hat. Das ist so. Kann ich leider nicht nachvollziehen. Habe ich nie einen. Ich mag das nicht, Kreativmodus. Aber ja, ab und zu brauchst du normalerweise sogar mal, falls mal irgendwas schief geht oder so, dass du schnell wieder begradigen kannst. Also ich habe zum Beispiel die Tage festgestellt, vor zigtausenden Folgen habe ich irgendwann mal so ein blaues Schiff gebaut, so ein Monsterschiff, mit so einer Plattform hin. Also das waren hinten Hangare in den Seiten drin, so links, rechts. Und in der Mitte war so eine Plattform, die mit Kolben runtergelassen werden konnte. Nur auf Bodenhöhe, und da konntest du halt mit deinen Fahrzeugen drauffahren oder halt deine Flugzeuge, Raumschiffe, alles da parken und halt hochfahren lassen, die Hangare. Das dachte ich mir so, oh, da hätte ich eigentlich mal Bock drauf, das bastel ich nochmal. Das habe ich auf dem Server versucht und bin kläglich gescheitert, weil angeblich soll es doch jetzt so sein, dass wenn du hier was an Kolben dran hast, einen Block, dass der sich dann trotzdem bewegt und die anderen Blöcke, also wenn es wirklich dicht an dicht ist ringsrum, dass sich das nicht gegenseitig in die Quere kommt. Das ist aber nicht der Fall. Das gibt immer Reibung die ganze Zeit und dann explodiert wieder irgendwas. Also kann ich das gar nicht mehr basteln. Das finde ich so voll schade irgendwie. Ja, das ist genau schade, ja. Weil dann kannst du die Kolben eigentlich komplett vergessen. Ja, also ich habe jetzt hier so viel schwere Panzerung angebracht. Also wenn er irgendwann mal fertig ist mit Schweißen, das ist wie so eine Art Fort Knox hier. Nice. Das ist gut. Ich sehe noch mehr. Ja, ich glaube an der dicksten Stelle sind es so 6 Lagen dicke Panzerung. Ja. Oh, 6 Lagen. Fett. So, nachher kommt dann so ein kleines Popelding an, ja, und ratzfatz ist es durch. Ja, wenn es sich durchspringt, ne? Dann wird's Brehe. Ja, das was du mal gesagt hattest, ne? Ja, das haben wir jetzt auf dem Server, hatten wir das jetzt ein paar Mal, also jetzt war das schon nicht mehr, aber da kamen so Drohnen an und die haben eigentlich nicht wirklich viel Schaden gemacht, die waren relativ schnell erledigt, aber die haben dich gehackt, sodass alle deine Navigationspunkte weg waren. Oh, ja, krass. Hast. Das heißt, wenn du mal irgendwie ein bisschen abseits unterwegs warst und du hast halt, ne, so wie wir hier, deinen Wegpunkt mit der Basis gesetzt, dann war so, okay, wo ist die jetzt? Verdammt. Du musst ja wirklich alles dann auch parallel mal ein paar Mal mitschreiben. Naja, mehr oder weniger, ne? Weil also gerade ich finde sowas dann nie wieder. Ja, ich hatte Glück halt, dass der, ich habe dann einfach mich selbst getötet und bin dann halt am Survival Kit wieder aufgemacht. Ne, und hab das dann gespielt. Aber das war auch wirklich der einzige Weg, sonst hätte ich nie wieder zurückgefunden. Ist doch Hammer. Diesen Ding hier, ey. Okay, hier wird es schwierig mit Bohren. Aber bei diesem Livestream, da war es auch voll seltsam, weil die haben sich ja jetzt diesen Titel irgendwie Roman Engineers oder Empire irgendwas da sichern lassen, ne? Irgendwas mit Römern. Als Spieltitel. Und im Hintergrund hatte Marek dann auch die ganze Zeit so eine Römerfigur, also so ein Legionär halt stehen. Schon mal Schleichwerbung machen, jawohl. So ein Spiel wie Space Engineers. Das ist doch eigentlich Medieval Engineers, bloß im Römer-Setting. Ja, da hätten sie Medieval auch weitermachen können. Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich. Na, sie werden sowieso dann so kopieren, weißt du? Du kannst doch gar nichts großartig machen. Also was, dann hast du doch wahrscheinlich so ein ganz kleines Areal. Ja, da kannst du dann deine Burg, Festung, Tempelanlagen, was auch immer, Aquädukte vielleicht basteln. Und dann war es das gewesen, weil irgendwelche Fahrzeuge oder Flugzeuge wie hier, dass du mal woanders hin kannst, das hast du ja nicht. Also ne, bei die wäre schon. Aber es funktioniert halt nicht richtig, ne? Ja, weil was willst du denn dann halt machen, ne? Also bei den Römern einen guten Streitwagen vielleicht basteln, ja, okay. Ja, und Triebroche, das ist nichts anderes, wie sie es schon hatten, ne? Ja, richtig. Das war es halt aber auch. Ansonsten, ja gut, vielleicht ein bisschen Marmor bearbeiten und die ein oder anderen Siegessäulen basteln für den Einmarsch der Truppen, wenn sie dann hier
Richtung Kolosseum ziehen sollten oder so. Das ist automatische Bepflanzungssachen und so, aber ja, das ist, so wie ich sagte, alles, was im Medivir schon drin war. Das finde ich irgendwie so witzlos. Also dann hätten sie wirklich, was du meintest, ne, das andere weitermachen können. Jo. Oder halt mal ein bisschen sich hier mal drauf fokussieren, nochmal ein bisschen. Weil es ja ganz gut und schön, wenn sie halt immer wieder irgendwelche Kleinstteile, die es als Mod gibt, halt implementieren hier ins Spiel, aber im Endeffekt im Multiplayer zum Beispiel ist immer noch nicht richtig rund läuft, ne? So viele Sachen halt quer sind. Ja, vielleicht sind sie aber auch so quer, dass sie wissen, dass sie es nicht hinkriegen. Ja, ich glaube da auch. Und parallel nicht. Müssen sie sich auch was einfallen lassen, dass sie eine Einnahmequelle hinkriegen, ne? Ja. Das ist halt das große Problem. Ne? Also man muss ja auch wirklich sagen, das Spiel ist nicht teuer. Und die Updates, die sie geben, die sind ja auch jetzt nicht so teuer, ne? Nee, nicht wirklich. Was sind das irgendwie? 4-5 Euro irgendwie so im Drehraum, sonst glaube ich erstmal, ne? Und ich gucke auch schon als Schnäppchenjäger immer, dass ich da noch ein bisschen Prozente spare. Also die müssen ja irgendwie auch auf ihre Kohle kommen. Ja, ja, klar. So, jetzt muss ich nochmal rausgucken. Ich dann irgendwann mal anfange hier auch mit Bauen. So, wir sind unten. Tiefer. Ja, an der Landzunge müssen wir wirklich noch richtig runter, denn. Aber es will mein Rover auch nicht treffen, ne? Die Reste liegen immer noch hier unten. Was hier schon wieder runtergerollt ist, weißt du? Ich dachte, es rollt mal was drüber. Ach, hier hinten haben wir ja auch noch. Und da haben wir ja auch überall noch. Hier liegt auch noch Eis rum, das ist gut. Da ist auch noch riesen Triebwerke dran. Krass. Ja, da haben wir noch fleißig zu tun. Jo. Nehmen wir was. Eis mit. Das ist ja schön. Ey, qualmt irgendwo noch was? Ja gut, aber wenn das Schiff jetzt kaputt ist, dann könnte man ja theoretisch nochmal was Neues bauen, ne? Achso, von dem Asimus-Pack, das war auch ein Tipp von einem meiner Zuschauer, beziehungsweise die Mastered, mit neuen Blöcken, das habe ich jetzt auch noch mit reingenommen. Hier gibt es zum Beispiel dann Generatoren wie ein Gigawatt und sowas dann halt auch drin. Ui! Und aber wir müssen sie so irgendwie auch gefüttert kriegen, ne? Die sind relativ sparsam, was den Verbrauch angeht. Also dafür, dass die so viel liefern, so, ja, ich weiß nicht, es ist, wirkt ein bisschen nicht ganz ausbalanciert, ehrlich gesagt. Weil also für mein Empfinden müssten die viel mehr Uran halt fressen für das, was die da halt entsprechend liefern an Strom. Aber wir haben, da passt das zum Beispiel besser, andere Windräder. Ich habe hier drei verschiedene Windräder und die liefern auch wirklich ordentlich Strom, aber brauchen dann auch ganz schön Ressourcen, damit du dann halt auch entsprechend die basteln kannst. Windräder? Ja, die sind sogar, also wirklich so wie, sie sehen dann aus teilweise wie richtige Windräder. Warte. Wo ist denn die? Wo ist denn hier am SMC Vertical Windturbine. Genau. 10 Megawatt. Seit drei Vertical. Hier 5, 10 und 25 Megawatt gibt's da. Wo steht denn das dran bei den Dingern? Direkt im Namen steht das drinne. Ich habe SMB gelesen. Ne, das heißt ja 5 Megawatt. Jawohl. 5, 5 und 10. Genau, und 25. Das ist dann so ein richtiges Windrad, wie man es halt kennt, wie sie hier bei uns halt auch rumstehen dann halt, ne? Die großen Rotorblättern. Ach, das ist ganz vorne das. Ja! Genau, und dahinter daneben ist ja noch hier so ein Pillar. So ein, praktisch, dass du sie noch höher setzen kannst. Ach, das, ja. Warum brauchen wir da einen Pillar? Dass du sie einfach noch höher setzen kannst, je nachdem, wo du sie hast im Terrain, ne, dass sie nicht zu niedrig sitzen. Wir haben ja bis jetzt immer einen Turm gebaut dafür.
Genau. Ja, das bräuchtest du da jetzt halt nicht. Dann sieht es auch ein bisschen stimmiger aus dann, ne? Da können wir doch die ganzen Dinger oben gegen die 10 Megabit austauschen. Ja, wir müssen halt gucken, ne? Weil die sind halt schon recht hungrig, aber klar, lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir da, denke ich, auch auf jeden Fall genügend Strom sicher. Das ist doch egal, wie hungrig die sind, weißt du, im Endeffekt. Aber ich glaube, dass, also wenn wir die 10 nehmen. Ja, ist halt, ne, das ist die N1400 Träger, das ist halt schon... Das dauert eine Weile, bis wir die hergestellt haben, ja. Genau. Dazu sollten wir erstmal die Fertigungsanlagen bauen. Richtig. Deshalb passt sich das irgendwo, was du meintest, ne? Dass du da. Okay, dann sollte ich mir auf jeden Fall einen Zettel. Ja, Strom brauchen wir immer und immer und immer und immer wieder. Ja, deshalb finde ich das mit der Windenergie so gut. Und wir haben ja hier diesen nuklearen Abfall, den können wir auch in einem Generator nutzen. Der liefert uns dann daraus auch wieder Strom. Mhm. Und der verbraucht fast nichts davon. Also das dauert Ewigkeiten, bis er davon mal was... Das ist sehr gut. Ja, ne? Finde ich auch. Also von den Windingern und den Generator immer auf jeden Fall reichlich braucht man. Wichtig. Gucken wir mal gerade, ob wir die Schotterleitung bauen können hier, diesen... Ja, die Förderrohre kann ich nicht bauen. Ach, das ist Heavy Industry. Gut, dann baue ich die normalen Förderleitungen. Ne, warte mal, was brauche ich überhaupt dafür für die normalen? Interne Panzerung, jawohl. Suche interne. Ach, jetzt hat's hier nicht ganz gereicht, um durchzukommen. Nee, warte mal. Statt Tarn. Das ist leichte Panzerung, alles klar. Das ist ein Verbinder. Wo steht der Name? Da oben steht der Name. Weiche, jawohl. Ob dieses eine Wrack noch da ist. War noch so viele Teile da. Hier könnte man eine Ecke reinbauen. Das sieht bestimmt auch schicker aus. So wie drüben, ja. Bei wir hier hinten schon so eine. Da könnte man vielleicht noch Konsolenrollen bauen. Also da habe ich jetzt hier was ist denn? Command Console Pack. Da haben wir jetzt, das war richtig so wie hier bei Enterprise oder bei anderen Sachen, also schön. Oh, nice. Wo dann auch so Monitore von der Decke hängen und alles. Cool. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das... Ah, ja.